Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Decke beschäftigen und die Decke finden wir auf dem Shortcut D. Wir drücken also einmal D und können jetzt hier einmal die Decke aufrufen. Wie auch bei den Wänden kann man hier einen einschichtigen Aufbau wählen oder einen mehrschichtigen Aufbau. Wir nehmen jetzt einmal ganz kurz zum Anfang den einfachen Aufbau und wählen jetzt hier einfach mal Stahlbeton aus. Die Decke ist jetzt 30 cm dick, das ist meistens die Voreinstellung, haben wir auch bei der Wand schon gesehen, dass wenn wir die Wand verknüpfen, oben immer standardmäßig 30 cm Platz bleiben. Wir drücken jetzt auf OK und haben jetzt auch hier wieder die Geometriemethode, die wir auswählen können. Wir nehmen jetzt aber einfach das normale Rechteck. Die Referenzfläche ist die Oberfläche sozusagen und es wird nach unten gezeichnet, das heißt die Dicke von 30 cm geht also dementsprechend nach unten. Wir klicken jetzt einfach hier auf den Ursprung, auf den Koordinaten Ursprung, ziehen jetzt einmal eine Decke auf und drücken jetzt nochmal auf die linke Maustaste und haben jetzt die Decke schon gezeichnet. Meistens wird die Decke grau sein, also die Darstellung ist grau. Wir gehen einmal ins Einstellungsmenü, drücken Command und T und können jetzt hier einmal nach unten scrollen. Da finden wir eine Box und Kästchen, da klicken wir drauf und jetzt ist die Decke grau dargestellt. So wird das in den meisten Fällen aussehen, jedenfalls in den älteren Versionen von Archicad. Im Archicad 20 ist es jetzt so gewesen, dass es direkt einfach weiß war. Wenn wir das Häuschen möblieren würden, dann wäre es natürlich nicht so schön, wenn hier dieser Schraffur drin ist. Deswegen nehme ich das jetzt eigentlich in der Regel immer raus und drücke jetzt einmal auf OK und es ist wieder weiß. Wenn wir jetzt mal einmal in die 3D-Einstellung gehen, Command und 3 und sehen jetzt, dass die Decke gezeichnet wurde, natürlich im Erdgeschoss, also als Bodenplatte sozusagen, wenn wir eine Etage nach oben gehen würden, das heißt ins erste Obergeschoss und die Decke dann zeichnen würden, dann wäre es natürlich so, dass es hier fürs Erdgeschoss die Decke wäre, also der Abschluss nach oben hin und für das erste Obergeschoss natürlich wieder der Boden. Meistens ist es so, dass wir natürlich keinen einfachen Bodenaufbau brauchen, sondern einen mehrschichtigen. Und den mehrschichtigen Aufbau können wir einmal hier wählen, also entweder hier oben in der Schnellauswahl können wir direkt den mehrschichtigen Aufbau wählen und haben hier einige Auswahlmöglichkeiten. Die sind natürlich jetzt ein bisschen beschränkt, die können wir auch nochmal einstellen. Ich zeige jetzt einmal ganz kurz, wo man das einstellen kann. Und zwar gehen wir auf Option, Elemente, Attribute und können hier mehrschichtige Bauteile dann dementsprechend einstellen, so wie wir das brauchen. Wir sehen natürlich jetzt hier im 3D, dass wir außen auch den Aufbau sehen. Das heißt, hier sehen wir die Dämmebene, Estrich und so weiter, je nachdem, wie der Aufbau nur einmal aussieht. Wenn man allerdings die Sache nicht so genau nimmt, sondern das 3D-Modellieren einfach nur benutzt, um später ein Rendering zu erstellen, so wie ich das meistens mache, dann würde es ausreichen, wenn wir jetzt hier einmal die Bodenplatte anklicken, auf Command-T gehen und hier einmal den Verputz auswählen. Wir können natürlich auch je nachdem, was wir für eine Oberfläche brauchen, also entweder Mauerwerk, Ziegel oder was auch immer wir hier auswählen, einmal das anklicken, dementsprechend auswählen und wir klicken auf OK und schon sieht die Außenseite genauso aus wie die Wände. Wenn wir allerdings das 3D-Modell auch für Schnitte und Grundrisse verwenden, muss man natürlich jetzt hier die Verschneidungsprioritäten richtig einstellen und dementsprechend auch ein Streifenfundament oder was auch immer man dafür benutzt, einstellen, richtig zeichnen, aber das mache ich meistens nicht und werde ich an der Stelle auch nicht zeigen, wie das funktioniert. Dazu gibt es dann auch separat nochmal ein Video, wie das ganz genau funktioniert. Der nächste Punkt wäre hier oben einmal die Lage der Referenzebene. Da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr Einstellungen als beim einschichtigen Aufbau. Wir können hier einmal die Oberkante nehmen als Referenzlinie, wir können die Unterkante nehmen oder wir nehmen die Kernoberseite oder die Kernunterseite, je nachdem, was wir hier brauchen. Dementsprechend ist der Fußbodenaufbau jetzt nur innerhalb der Wände und nicht auch direkt unter der Wand. Wir können uns das einmal im Schnitt ansehen, gehen dazu hier unten auf Sichten. Wir wählen uns hier einen Schnitt aus, machen mal ganz schnell einen Schnitt und sehen uns den hier unter Schnitte an. Und hier kann man jetzt nochmal sehen, was ich meine. Der Fußbodenaufbau endet jetzt hier direkt an der Wand und geht nicht noch drunter, sondern die Verschneidung ist jetzt quasi hiermit. Wenn man noch weitere Verschneidungsprioritäten auswählt, kann man auch noch die Dämmebene hier mit reinziehen oder was wir auch immer brauchen. Das macht dann Sinn, wenn denn die Wand auch mehrschichtig ist
und wir dort verschiedene Einstellungen vornehmen müssen. Wir gehen jetzt einmal wieder zurück in den Grundriss. Ich lösche den Schnitt wieder raus, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der war jetzt nur dafür da, um das mal zu zeigen. Eine Sache möchte ich jetzt auch noch zeigen, und zwar ist das folgendes. Wir drücken auf Umschalt O und haben jetzt einfach mal ein Objekt ausgewählt, was ich als letztes benutzt habe. Das ist hier ein Stuhl. Wir drücken auf OK und platzieren den einmal. Es ist jetzt so, dass wir immer, wenn wir hier in die vermeintliche Freifläche klicken, dass wir einmal den Boden auswählen. Und das können wir verhindern. Wir klicken einmal hier auf diesen Button und können jetzt auf die Decke klicken, ohne dass sie ausgewählt wird, und können jetzt verschiedene Objekte oder Linien, die wir gezeichnet haben, einfach auswählen und löschen, ohne dass man die Decke separat noch mit berührt. Klicken wieder auf den Magneten, sodass wir den wieder haben. Ganz normale Standardeinstellung. So, das war es jetzt erstmal grundlegend zum Thema Decke. Im nächsten Video werden wir dann ein Dach auf unser Gebäude draufsetzen und schauen uns mal an, wie man die Wand, die wir jetzt schon haben, auch nochmal mehrschichtig einstellt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.